Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Webinar Startup nach dem Shutdown, medizinische und ökonomische Beurteilung. Wir haben zwei ganz hervorragende Referenten heute Abend, Herrn Professor Dr. Med. Uwe Nixdorf. Herr Nixdorf ist Gründer und Geschäftsführer des European Prevention Centers in Düsseldorf und Berlin. Seine Fachbereiche sind die Innere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin. Er ist aktives Mitglied der European Society of Cardiology. Promoviert hat er an der Johann Wolfge Goethe-Universität in Frankfurt am Main, ebenfalls im Bereich der Kardiologie. Und habilitiert wurde er, Sie werden es bereits ahnen, im Bereich der Kardiologie an der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz. Nicht unerwähnt lässt sich an dieser Stelle, dass er externes Fakultätsmitglied ist an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Unser zweiter Referent ist Professor Dr. Reapol Henning Vöpel. Professor Vöpel ist Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, HWWI. Zudem ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hamburg School of Business Administration. Die Schwerpunkte seiner Forschung liegen im Bereich der Konjunkturanalysen, Gesundheitsökonomik, Währungspolitik und Spieltheorie. Professor Vöpel nahm bereits 2006 an der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute im Auftrag der Bundesregierung teil. Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem in die USA, nach Washington DC, San Francisco und Boston. Ich begrüße beide ganz herzlich heute Abend hier bei uns. Mein Name ist Hans-Jürgen Völz, ich bin Chefvolkswirt des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft. Ich beginne mit Professor Nixdorf. Professor Nixdorf, der medizinische Bereich ist von großer Bedeutung. Virologen, Epidemiologen, Mediziner äußern sich zu diesem Gesamtkomplex. Ihrer Ansicht nach, was fehlt aus Ihrer Sicht an verlässlichem Wissen, um eine vertretbare Politik durchzuführen? Ja, nun, wir wollen vielleicht nochmal am Anfang benennen, worum es hier bei der Pandemie geht, die uns ja alles ganz unerwartet getroffen hat. Es wurde ja fürchterliche Panik gemacht, wie das dann anfing. Wir wissen, dass die WHO ja am 11.03.20 das dann auch zur Pandemie erklärt hat. Es wurden Zahlen genannt von 100.000 bis 1 Million Tote, die anstehen könnten. Und das war also dann noch gefolgt von vielen Fernsehmitschnitten von Särgen, die mit Militärfahrzeugen in Norditalien abgeholt wurden. Also eine Panik, die eigentlich ziemlich gigantisch ausgeprägt war. Wir sind heute eigentlich, können wir uns vorschätzen, dass das eben nicht so eingetreten ist. Wir haben eben nicht 100.000 Toten. Wir haben, und jeder Tote ist natürlich zu viel, aber eine Zahl aktuell von knapp 7.000 in Deutschland, bei etwa 160.000 Infizierten. Aber sehen Sie, Herr Völz, ich will vielleicht noch mal ein bisschen in die Zahlen reingehen. Die Minute möchte ich mir vielleicht doch gerne hier gönnen, um die Zuschauer hier auch noch mal das Thema hineinzubringen. Das ist einfach noch mal die Gefährlichkeit des Virus. Wie gefährlich ist er? Wir Mediziner messen im Grunde so etwas sehr gerne an der Letalität, nicht Mortalität. Mortalität ist die Todesrate generell, Letalität, Todesrate an Erkrankten. Und da müssen wir sagen, dass wir da bisher, um auf Ihre eigentliche Frage einzugehen, nicht gute Daten haben. Die Daten sind unzulänglich. Wir haben ja dann die Letalität, um das kurz zu benennen. Es ist ein Bruch. Da haben wir einen Zähler und einen Nenner. Im Zähler stehen die Toten an der Krankheit. Im Nenner stehen die Infizierten oder Kranken. Nun ist es so, dass wir in den letzten 7 Wochen, die wir jetzt hier das Ganze erleben, auch jetzt schon praktische Wissenschaftler haben. Wir hatten ja einen Theoretiker wie Herrn Professor Bhakti, der sehr kritisch hier aufgetreten ist, aber wir haben auch praktische wissenschaftliche Mediziner, die in den Wochen auch tätig waren. Und da muss ich etwa erwähnen den Professor Püschel, Universitätsklinikum Eppendorf, ein Rechtsmediziner, der Sektionen durchgeführt hat. Entgegen übrigens den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hat er das einfach getan. Und das sind im Grunde Erkenntnisse herausgekommen, die sehr wichtig sind. Wir stellen nämlich fest, dass es im Wesentlichen ältere Menschen sind und Menschen mit Vorerkrankungen, schweren Vorerkrankungen. Vielleicht kommen wir dann nachher noch etwas näher zum Sprechen drauf. Der Nenner ist noch viel unklarer. Das ist nämlich die Anzahl der Infizierten. Es ist nämlich so, das ist ja nun auch gar kein Vorwurf, es geht ein Mensch ja nur dann zu einer Testung, wenn er Beschwerden hat. Aber wir mussten feststellen, und das sind mehrere Daten, die das belegen, dass bis zu 80% der Infizierten, wie wir Mediziner sagen, a- bis hyposymptomatisch sind, das kaum merken oder nur im Sinne einer leichten Grippe. Die gehen also nicht zum Test und schlagen dann auch nicht auf, sodass die Zahl, und hier will ich auch einen praktisch-wissenschaftlich tätigen Kollegen benennen, das ist der Professor Streeck von Universitätsklinikum Bonn, der hier in Heinsberg eine Studie durchgeführt hat und mal tatsächlich das gemacht hat, was ich eigentlich seit Wochen fordere. Das hat einfach mal alle getestet in einer
umschriebenen örtlichen Gemeinschaft. Und wo, was waren die Daten? Ich habe die Arbeit jetzt auch vorliegen, die ist bereits geschrieben und noch nicht peer-reviewed publiziert, aber die Arbeit liegt mir bereits vor und konnte die studieren. Da kommt nämlich raus, dass die eigentliche Letalität 0,37% ist und nicht 3,7%. Also ein Faktor 10 kleiner, als es tatsächlich ist. Ich will deswegen zusammenfassend sagen, oder vielleicht noch einen Aspekt, eine Option nochmal zu der Basisreproduktionszahl. Das haben viele ja zur Kenntnis genommen heute und sich da können sich heute ein Bild machen. Das ist eben die Zahl, inwieweit ein Infizierter einen dann weitere ansteckt. Nicht? Und das war früher bei 2,6, 2,8 etwa. Also einer hat 2 bis 3 Leute angesteckt. Deswegen kam auch diese exponentielle Entwicklung. Und die ist heute unter 1,0. Das war also immer das Ziel und das trat übrigens auch schon gegen Ende März auf, diese doch günstige Reproduktionszahl, also einer steckt weniger als ein weiteren an. Damit ist nach allen epidemiologischen Regeln eigentlich die Epidemie einigermaßen bereits kontrolliert. Das besteht schon seit ein paar Wochen. Kurzum, zusammenfassend aufgrund dieser Überlegung, ich halte mittlerweile die Reliberalisierung der Repression für möglich und auch verantwortbar, auch aus medizinischer Sicht verantwortbar und sie müssen umgesetzt werden, auch unsere Wirtschaft wegen. Verstehe ich Sie richtig, dass genügend verlässliches Wissen damit vorliegt? Ich vermute mal, das kann man nicht so apodiktisch sagen. Es gibt immer neue Erkenntnisse, die seitens der Medizin, seitens der Wissenschaft zutage treten und die verarbeitet werden. Ja, da muss ich Ihnen natürlich recht geben. Das sind jetzt die ersten Erkenntnisse natürlich. Wir haben Daten von dem EuroMOMO, das ist das European Monitoring of Excess Mortality for Public Health Action. Das sind Daten vorliegen, die auch das Robert-Koch-Institut immer publiziert. Da kommt etwa schon recht gut belegt diese Reproduktionszahl her. Das andere, gebe ich Ihnen recht, wir brauchen natürlich viel mehr Schulen noch. Also wir müssen das wird eigentlich von allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch gefordert, auch vom RKI, wir brauchen mehr Teste. Und sowohl PCR-Teste, aber jetzt auch seit Neuestem, da gehen wir vielleicht hier noch drauf ein, Antikörperteste, mit denen Immunität gemessen werden. Also ich gebe Ihnen recht, wir brauchen weitere Studien, auch die Daten von der Fischl sind noch ein kleines Kollektiv. Es müssten eigentlich wirklich die Verstorbenen alle pathologisch untersucht werden. Genauso muss halt eben auch eine Feldmessung durchgeführt werden und geguckt werden, was auch die asymptomatischen, also alle Menschen anbelangt. Dann kriegen wir eigentlich erst eine richtige Kenntnis. Also klar, wir haben noch weiteren Bedarf. Bevor ich die zweite Frage stelle, eine grundsätzliche Bitte an beide Referenten. Wir müssen davon ausgehen, dass wir hier nicht nur Mediziner und auch Ökonomen heute Abend im Zuschauerkreis haben. Da meine Bitte nach Möglichkeit auf Fachbegriffe, die nicht jedem geläufig sind, nach Möglichkeit zu verzichten. Und wenn Sie sie verwenden, bitte kurz erläutern, was damit verbunden ist. Herr Nixdorf, medizinische Erwägungen, das haben Sie gerade dargestellt, haben momentan einen starken Einfluss auf die Politik. Wie sollte hier Ihrer Ansicht nach vorgegangen werden, um auch vielleicht in der Öffentlichkeit eine höhere Akzeptanz zu erzielen? Ja gut, ich darf da mit direkt anklingen an dem, was ich bereits gesagt habe. Wir müssen die medizinischen Erkenntnisse, ich gebe Ihnen recht, Herr Völz, wir brauchen auch noch mehr Daten, aber wir haben jetzt schon ganz gute Daten vorliegen, die mir so ein bisschen die Entwarnung, ich will nicht sagen komplett Entwarnung, aber doch uns das zulassen, das zu verantworten, dass wir reliberalisieren, das ist dringend geboten. Da muss man halt eben diese Erkenntnisse, die wir haben, auch nutzen. Und da habe ich eben ja schon was gesagt dazu, dass halt eben wir wissen, dass es bestimmte Teile nur sind, die das so ernsthaft betrifft, die Alten und stark Vorerkrankten. Also müssen wir uns auf die konzentrieren. Hier bedarf es spezieller zugeschnittener Hygienemaßnahmen. Das sind natürlich logischerweise das Altersheime, es sind Pflegeheime, natürlich auch Krankenhäuser. Hier müsste fokussiert vorgegangen werden und nicht eine populationsweite Repressionen gemacht werden, denn wir brauchen ja letztendlich auch, wie ich schon sagte, 80% fahren das dann nur leicht und sind dann danach immun, wie wir das mit Antikörpertests auch messen können. Und das sind eben auch die Menschen, die im Produktionsprozess stecken, junge, mittelalterliche Menschen. Und die muss man jetzt nicht mehr unter diese starken Repressionsmaßnahmen nehmen, weil wir auch die Herdenimmunität letztendlich benötigen, die wir ja im Moment mit dem Maßnahmen bisher eigentlich eher konterkarieren. Wir wissen, dass die Herdenimmunität ungefähr 60-70% betragen muss, um eine Epidemie zu beherrschen. Also von daher ist das durchaus von der Seite auch denkbar. Das andere ist, man muss natürlich die Maßnahmen, das ist ja eigentlich, hat ja jetzt die Tage auch begonnen, Frau Merkel hat das jetzt bereits begonnen, richtigerweise auch, dass man das sukzessive macht. Man soll nicht von heute auf morgen die ganze Repression komplett wegnehmen, sukzessive, sodass man auch Möglichkeiten hätte, wenn es zu reepidemischen
Situation kommt, man auch flexibel gegenregulieren kann. Wir wollen das nicht erwarten, wobei ich das nicht ausschließen kann. Wir werden sicherlich auch noch eine zweite, dritte, vierte Welle haben. Die wird nicht mehr die Höhe haben wie das erste, aber im Rahmen der Durchseuchung, die wir letztendlich ja auch benötigen, wenn wir nicht da ganz ohne hinkommen. Aber wenn das zu stark wird, kann man eben flexibel gegenregulieren. Also sukzessive Relabilisierung ist wichtig. Dann aus medizinischer Sicht nochmal mehr Testung, sagte ich bereits, und auch Nutzung der jetzt neuen Antikörpertests. Ja, Bundesminister Spahn war ja da jetzt auch bei Roche, die jetzt auch andere gibt es, die das also herstellen. Ich habe mir die Daten angeschaut, die Sensitivitäten und Spezifitäten, Fremdworte, sagen wir einfach nur diagnostische Güte, ist sehr gut, muss man sagen. Und wir werden jetzt in diesem Monat erleben, dass wir mehr und mehr diese Antikörpertests bekommen. Mit denen können Sie halt Immunität nachweisen, also wirklich eine wichtige Information, wenn man Menschen auch wieder in Unternehmen hineinlässt und auch wieder erneut arbeiten lassen will. Und dann noch zum Schluss vielleicht noch Stichwort Impfung. Da muss ich leider ein bisschen ernüchternd sagen, da ist man auf einem guten Wege. Studien laufen. Wir haben über 100 Impfstoffe bereits in der Forschung. Es sind einige schon in der Phase 2-Studie, also schon weit fortgeschritten, weit über die reine Verträglichkeitsstudie hinausgehend. Aber da muss ich ein bisschen bescheiden sagen, da erwarten wir erst eigentlich die Verfügbarkeit im Frühjahr nächsten Jahres, also so in etwa einem Jahr. Deswegen können wir auch nicht so lange warten, bis der Impfstoff da ist. Das ist wirtschaftlich nicht zu schaffen. Ja, eine Information an die Zuschauer. Im heutigen Kanzleramt wurde darüber gesprochen, dass die Lockerungen, und es wurden auch Entscheidungen getroffen, dass die Lockerungen sukzessive zurückgenommen werden, so wie Sie, auch gerade angeregt haben. Und für den Fall, dass sich zeigen sollte, dass die Infektionsrate wieder hochgeht, so werden die Kreise der einzelnen Bundesländer in die Pflicht genommen, dort auch wieder Lockerungen zurückzunehmen, zu vermeiden, dass es zu diesen großen Wellen kommt. Ja. Bevor ich zu Professor Vöppel komme, noch zwei Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn Sie jetzt einen Transfer vornehmen von dem medizinischen in den ökonomisch-politischen Bereich, wie lässt sich medizinisch gesehen die Rezession Ihrer Ansicht nach in Grenzen halten? Ja gut, die wichtigsten Dinge habe ich ja schon gesagt, die medizinisch, also wichtig ist für mich halt eben, dass man jetzt einfach alle Daten halt eben auch berücksichtigt. Mir war das im Grunde eigentlich, ich will es nicht in zu hohen Vorwurf erheben, das war alles richtig, das Robert-Koch-Institut ist wirklich eine hoch ausgewiesene, kompetente Institution, aber es war so ein bisschen monotheistisch. Man hat am Anfang sich nur auf dieses verlassen. Ich habe da eben auch einige andere Kollegen genannt, die jetzt auch zu weiterem Erkenntnisgewinn beigetragen haben. Das muss man halt eben alles aufgreifen, wie ich eben auch schon ausgeführt habe, und darauf dann etwas mehr sophisticated, ein bisschen mehr differenzierter, das hatte ich ja auch schon gesagt, dann die Maßnahmen aufbauen, nicht so populationsbasiert, dass alle quasi in die Repression genommen werden, sondern eben medizinisch fundiert auch differenzierter. Und da nehme ich jetzt mal den mittelalterlichen gesunden Menschen etwas heraus, der ja auch in dem Produktionsprozess steckt und auch wieder jetzt im Unternehmen auch arbeiten soll, flankiert, wie ich eben schon sagte, eben durch Antikörpertests auch gerne. Also damit ist ja auch die Frage schon beantwortet, wie die sozusagen die neuesten medizinischen Erkenntnisse sinnvoll umgesetzt werden sollen. Das hatten Sie dann auch schon erläutert. Okay. Ich wende mich jetzt an Professor Vöppel. Herr Professor Vöppel, ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, der sicherlich auch unsere Zuschauer interessiert, der vielleicht nur mittelbar mit dem Coronavirus und der Corona-Krise zusammenhängt. Am gestrigen Tage hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil zu Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank gefällt. Wie bewerten Sie das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein lang erwartetes Urteil, das da gestern vom Bundesverfassungsgericht gesprochen worden ist, zu der Verfassungsmäßigkeit der Staatsanleihenaufkäufe der Europäischen Zentralbank. Man muss vielleicht zum Hintergrund sagen, es ging um das sogenannte PSPP-Programm. Das ist das Public Sector Purchase Program. Sie haben darum gebeten, keine Fremdwörter zu verwenden. Das werde ich tun. Also es geht um die Zulässigkeit, kurz gesagt, der Staatsanleihenaufkäufe durch die Europäische Zentralbank. Das war damals der berühmte Satz von Mario Draghi, damals Präsident der Europäischen Zentralbank: Whatever it takes. Also die Zentralbank, die Europäische, wollte damals alles tun, um den Euro zu retten, und das schloss eben auch ein, Staatsanleihen zu kaufen. Das war umstritten, ob das noch innerhalb des geldpolitischen Mandats der Europäischen Zentralbank geschieht. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht zwar nicht gesagt, dass das nicht zulässig gewesen sei oder wäre, sondern bat um Klärung der Verhältnismäßigkeit.
Das ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts wohl nicht eindeutig nachgewiesen worden, inwieweit dieses angewendete Instrument verhältnismäßig war. Gut, der Euro stand auf dem Spiel, das kann man jetzt unterschiedlich bewerten. Klar ist auch, und das leitet über zu der heute relevanten Frage, ist denn das PEP-Programm, also das Pandemic Emergency Purchase Program, also das, die Liquidität, die von der Europäischen Zentralbank jetzt bereitgestellt worden ist im Rahmen der Corona-Krise oder Pandemie, eigentlich zulässig. Darüber hat das Bundesverfassungsgericht kein Urteil gefällt, ganz ausdrücklich. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese Finanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank von diesem Urteil erstmal nicht betroffen ist. Vielen Dank. Welche Folgen Ihrer Ansicht nach entstehen für die Deutsche Bundesbank und die übrigen Notenbanken des Euroraums? Da sind ja auch einige Länder bei, gerade im südeuropäischen Raum, die sehr hoch verschuldet sind. Auch für Sie hat es sicherlich weitreichende Implikationen. Ja, absolut. Und auch das hat natürlich jetzt dann doch Auswirkungen auf die Situation heute. Wir haben ja überlegt, welche Instrumente sind eigentlich geeignet, um jetzt Liquidität für Länder wie Italien beispielsweise zur Verfügung zu stellen. Die sind natürlich in einer ganz anderen finanzpolitischen und schuldenpolitischen Situation als Deutschland. Wir haben eine relativ geringe Staatsschuldenquote, die haben wir wieder unter 60% drücken können. Das sieht anders aus in Italien. Das heißt, dieses Virus trifft uns irgendwie alle, aber die Wirkung, die werden sehr asymmetrisch verteilt sein. Und um da in dieser Hinsicht gewissermaßen allen Ländern die Möglichkeit zu geben, angemessen darauf zu reagieren, denke ich, ist es richtig, dass man jetzt Liquidität bereitstellt. Aber das hat natürlich Implikationen für die Zentralbanken. Das Eurosystem ist es ja, also ein Zusammenschluss von nationalen Zentralbanken, und das hat natürlich Implikationen. Das ist keine Frage. Und ob die Deutsche Bundesbank sich jetzt erst einmal an diesen Programmen beteiligen kann in dem Umfang, das muss jetzt geklärt werden. Würden Sie denn, Professor Vögel, so weit gehen zu sagen, dass letztlich auch in Abhängigkeit der ergriffenen Maßnahmen der Zusammenhalt des Euroraums insgesamt gefährdet sein könnte? Also durch das Urteil erstmal nicht. Wir sehen, dass der Euro zumindest an den Devisenmärkten nicht so wahnsinnig stark nachgegeben hat. Das heißt, aus Sicht der Märkte wird das Urteil verhalten aufgenommen, nicht besonders kritisch. Ich würde dieses Urteil auch so sehen, also dass es vielleicht nicht existenziell ist für die Eurozone. Gleichwohl müssen wir natürlich dieses Urteil ernst nehmen, weil wir es natürlich schon mit der Europäischen Währungsunion, mit einer Währungsunion zu tun haben, die, wie wir Ökonomen sagen, ein nicht optimaler Währungsraum ist. Also wir müssten eigentlich weitere Vorkehrungen treffen, damit die Stabilität des Euro gewährleistet ist. Und insofern ist der Hinweis auf, sage ich mal, auf eine rechtliche Schlagseite oder Lücke natürlich sehr wichtig, dass die Euro-Krise jetzt erstmal zwar abgewendet ist, aber immer wieder hochkommen kann und dass sie rein rechtlich gesehen nicht auf besonders stabilen Füßen steht. Mit Bezug auf die Euro-Krise muss man sicherlich sagen, oder auf die Pandemie, dass jetzt, wenn jetzt Italien sich beispielsweise beim europäischen Stabilitätsmechanismus verschulden muss, dann wird diese Verschuldung der italienischen Staatsschuldenquote angelastet. Und Sie können sich leicht vorstellen, dass vielleicht in ein, zwei Jahren eine Staatsschuldenquote drohen könnte. Und dann werden die Märkte sagen, naja, da hat doch Italien im Jahr 2020 die Staatsschuldenquote enorm erhöht. Und das könnte eben dann Anlass geben zu Spekulationen gegen einzelne Länder. Und das muss man sicherlich heute im Auge behalten, wenn man über angemessene Instrumente zur Bereitstellung von Liquidität im Rahmen der Corona-Krise spricht. Ja, Sie haben das Stichwort Italien verwendet. Da kommt man kaum hin zu sagen, die Gefahr, dass aus unserer deutschen Sicht oder Sicht des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft die Gefahr der Vergemeinschaftung von Schulden. Sehen Sie die Entstehung von Corona-Bonds als eine reale Gefahr an? Oder glauben Sie tatsächlich, dass Corona-Bonds eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit wären, um Italien aus seiner Misere herauszuheben? Sie kennen sicherlich die Diskussion darüber, dass es bereits den europäischen Stabilitätsmechanismus gibt, der genügend Maßnahmen und Möglichkeiten Italien eröffnet, um sich selbst sozusagen
aus dem Sumpf herauszuziehen. Aber einige sind immer noch der Ansicht, insbesondere der italienische Ministerpräsident Conte, dass Corona-Bonds, auch wenn er sie es nicht so nennen möchte, letztendlich unumgänglich sind. Wie beurteilen Sie das? Ich glaube, man hat eine ganz gute Lösung gefunden. Das ist meine Einschätzung. Man hilft Italien, man öffnet jetzt aber auch nicht Tür und Tor für Fehlanreize, auch in der Zukunft. Natürlich hätte man Corona-Bonds beschränken können auf zeitlich, aber auch sachlich auf die Krise. Ich habe immer versucht, das mal zu begründen mit der Vorstellung, dass man vielleicht eine Art Versicherungslösung, so kann man sich das vielleicht vorstellen, also ex ante vor der Krise hätte man sagen können, naja, also wir wissen nicht, wen es trifft, das ist fast wie eine Krankenversicherung, wir machen mal für diese Pandemie, schließen wir mal eine Versicherung ab, aber leider kann man das so nicht argumentieren, weil natürlich zu Recht, wie ich finde, die Befürchtung besteht, dass vielleicht aus Anlass von Corona dann doch das den Eintritt in eine Schuldenunion bedeuten könnte. Also wer kann schon sicher sagen, dass am Ende dann dieses Instrument nicht wieder und wieder angewendet wird. Und von dem Hintergrund, glaube ich, hat man jetzt erstmal eine gute Lösung gefunden, die schnell und solidarisch Hilfe bereitstellt, ohne dass man jetzt dieses sehr politische Fass von Eurobonds dann an dieser Stelle wieder aufmacht. Wächst denn Ihrer Ansicht nach die Gefahr der Schuldenabwertung und damit ja, die Chance oder die Gelegenheit einer Währungsreform, weil letztendlich eine Euro-Abwertung oder einige Auguren meinen sogar, ein Euro-Crash würde drohen? Ich kann das nicht ausschließen. Das haben wir in der Geschichte immer wieder gehabt, dass noch nach solchen wirklich historischen Krisen, und wir dürfen nicht vergessen, dass einige, nicht die Mehrheit, aber einige für möglich halten, dass wir vielleicht die größte Depression, globale Depression seit den 1930er Jahren bekommen. Wenn das der Fall ist, dann reden wir tatsächlich über Schuldenschnitte, Währungsreformen. Soweit will ich noch nicht gehen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich nicht über eine Währungsreform reden, aber über Schuldenschnitte, die man im Jahr 2021 oder 2022 vielleicht vornimmt, vielleicht nicht nur für Staaten, also für Staatsschulden, sondern vielleicht auch für Unternehmensschulden. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Instrumente, die jetzt gewählt worden sind, die helfen vielleicht für 2-3 Monate, aber viele mittelständische Unternehmen geraten mit Dauer dieser Krise natürlich in Bedrängnis. Also die Kreditlast steigt natürlich, die müssen zurückgezahlt werden, die Bürgschaften können auch nicht überzogen werden. Das heißt, das ist eine ganz schöne Hypothek, die wir jetzt der Wirtschaft aufbürden. Und das kann im Jahresverlauf sicherlich dann doch Insolvenzen zur Folge haben und auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Also meine Vermutung ist, dass die ökonomische Krise andauert, selbst für den Fall, dass wir die epidemiologische Krise dann in den nächsten Monaten überwunden haben sollten. Ja, das ist in der Tat zu befürchten. Das belegen auch unsere Umfragen und unseren Mitgliedern. Und daher meine Frage an Sie, welche Auswirkungen könnte die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen auf den deutschen Mittelstand haben? Ich will nicht schwarz malen. Ich sehe die Möglichkeit, dass man tatsächlich neue Prosperität gewinnt aus dieser Krise. Das halte ich für möglich und das wäre aus meiner Sicht auch wichtig für die Politik zu verstehen, dass das, was man jetzt gewählt hat an Instrumenten, also die Idee, dass man die Ökonomie einfrieren könnte durch die Bereitstellung von Liquidität, von Krediten, von Bürgschaften, das trägt für einige Monate. Aber wir wissen auch aus Ihren Umfragen, auch vom IFO-Institut, dass irgendwann die Überlebensfähigkeit von Unternehmen, und da sprechen wir natürlich insbesondere vom Mittelstand, leiden könnte. Und die Gefahr sehe ich. Und da wird es nach der Krise nicht nur darauf ankommen, über ein Konjunkturprogramm die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, sondern ich sehe mehr. Ich sehe ein Erneuerungsprogramm, ein Zukunftsprogramm, das ganz klar auch die Produktivität wieder in den Griff nimmt, die Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen sicherlich auch steuerpolitisch nachjustieren, damit wir Spielräume geben für Investitionen, für Zukunftsinvestitionen, für den Aufbau von guter, von nachhaltiger Beschäftigung. Und das ist weit mehr, als ich bislang bei der Bundesregierung
erkenne. Dort redet man erst einmal von Konjunkturprogrammen. Das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend. Das sehen wir als BVB genauso. Im Grunde genommen braucht es ein strukturelles Reformprogramm über jeden Wirtschaftsbereich, den man sich vorstellen kann. Und es geht letztendlich auch nicht, wie andere Verbände fordern, um ein Belastungsmoratorium, sondern es geht um realen Belastungsabbau. Nur, ich möchte noch auf den Mittelstand zu sprechen kommen. Er gilt ja allgemein, wie die Attribute zugeschrieben, innovativ, flexibel. Daher meine Frage, oder ist natürlich auch wieder der Blick in die Glaskugel ihrerseits, werden wir letztendlich global gesehen Gewinner oder Verlierer dieser Corona-Krise sein, wenn sie denn erstmal bewältigt ist? Ich glaube, wir haben eine gute Chance, Gewinner zu sein, wenn man das so sagen kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Krise eine globale ist. Und die Absatzmärkte, die sind natürlich für die deutsche Exportwirtschaft außerordentlich wichtig. Die Absatzmärkte im Ausland werden lange noch in Mitleidenschaft gezogen bleiben. Auch die Lieferketten, die Produktionsketten sind teilweise noch unterbrochen. Und die Vorstellung, die vielleicht in der Politik etwas naive Vorstellung, wir könnten stückweise, je nachdem, wo es möglich ist, die Wirtschaft wieder hochfahren, ist aus meiner Sicht irreführend, weil es verkennt, wie hochkomplex, wie vernetzt die Wirtschaft natürlich ist, wie synchronisiert bestimmte Abläufe auch sind, Just-in-Time-Lieferketten und so weiter. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, dass China, dass auch unsere europäischen Nachbarn, dass die USA im Grunde dann auch anfangen, die Wirtschaft wieder zu beleben, damit eben ein gemeinsames, ein synchrones, eine synchrone Rückkehr möglich ist. Und darin sehe ich den Punkt, der auch kritisch ist, der auch in der, ich möchte vielleicht, wenn Sie erlauben, auf Herrn Nixdorf noch kurz zu sprechen kommen. Ich halte das für sehr wichtig, was er gesagt hat. Denn tatsächlich ist es so, dass natürlich ein Zusammenhang besteht. Nicht? Wenn wir die Wirtschaft wieder hochfahren, dann geht da vielleicht wieder die Ansteckungsgefahr hoch und umgekehrt. Das heißt, wir haben einen Zielkonflikt. Und das Problem ist aber, dass je länger wir die Wirtschaft runterfahren, desto größer werden dort natürlich die Kollateralschäden. Das ist irgendwann nicht mehr durchzuhalten. Und das ist für eine Wirtschaft und für eine Gesellschaft, die so hoch vernetzt ist, fast eine Zumutung. Aber wir müssen natürlich sagen, dass wir tatsächlich die Gefahr nicht kennen. Und wir wissen zu wenig darüber. Es ist ein neues Risiko. Wir müssen mehr lernen darüber. Wir müssen Heuristiken entwickeln, wie man aus dieser Krise herauskommt. Und jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, ob wir zu langsam oder zu schnell sind. Es führt an dem Weg, es zu versuchen, nicht vorbei. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, das hat Herr Nixdorf ja sehr schön begründet, auch wie ich finde, einen Punkt erreicht, wo man sich wieder ein Stück vorwagen kann. Und wenn wir uns die Kosten anschauen, ist das auch nicht alternativlos, aber wir müssen gucken, dass wir da langsam wieder auf die Beine kommen. Ich möchte das auch gerne mal unterstützen, Herr Vöckel, was Sie sagen. Das Ziel aller politischen Maßnahmen war ja, wie wir alle wissen, flattening the curve. Ja, diese exponentiellen Anstiege, den wollte man deswegen reduzieren, um das Gesundheitssystem nicht so in eine Existenzproblematik hineinzubringen, was in Italien und in Spanien auch passiert ist. Ja. Und das haben wir in Deutschland wunderbar geregelt. Kamen nicht in Nöte. Im Gegenteil, und das muss ich auch aus medizinischer Perspektive vielleicht auch als Kataloge nochmal sagen, wir müssen auch aus medizinischer Sicht jetzt die Reliberisierung umsetzen. Wir kommen ja in die Problematik der fehlenden Behandlung anderer Erkrankungen. Ich habe jetzt Daten vorliegen aus kardiologischen Fachgesellschaften, dass seit März 40% weniger stationäre Herzinfarkte sind. Ja, wo sind die denn geblieben? Die sind entweder nicht behandelt oder gering behandelt. Und ich habe meinen Kollegen, Professor Zeyer aus Frankfurt, der mir berichtete von Infarktkomplikationen, die wir gar nicht mehr kannten. Also weil die so spät kommen und auch nicht mehr akut behandelt sind, haben wir Infarktkomplikationen, die wir gar nicht mehr kannten. Also wir müssen auch von der medizinischen Seite, neben der wirtschaftlichen, jetzt unbedingt reliberalisieren. Professor Nixdorf, Sie kommen jetzt in den Genuss, die erste Zuschauerfrage zu beantworten. Das ist eine sehr lange und kurze. Und zwar werden Sie gefragt, was Sie von der Maskenpflicht halten. Oh ja, ein schwieriges Thema. Da muss ich gleich sagen, auch da wieder lacking data, also nicht ausreichende belegte wissenschaftliche Daten. Es wird sehr kontrovers besprochen. Viele halten das für sinnvoll. Herr Professor Montgomery, den ich gut kenne, der ja früher auch der Präsident der Deutschen Ärztekammer war, jetzt der Weltärztekammer, lehnt das komplett ab aus verschiedenen Überlegungen. Aber trotzdem muss ich auch sagen,
doch ein Stück weit auch hypothetisch bleiben, weil einfach die objektiven Daten nicht vorliegen. Wir wissen, das ist wohl sicherlich so, dass nicht der Maskenträger sich schützt, sondern halt eben mit dieser Maßnahme andere schützt. Wichtiger halte ich mal in jedem Fall, weil da ist das einfach naheliegend, ist das Social Distancing, wie wir alle das auch heute nun mal praktizieren, dass wir die 1,5 bis 2 Meter Abstand halten, das reicht ja reichlich, Hände waschen, also die üblichen Dinge, die wir alle kennen und die wir uns auch halten. Ansonsten muss ich die Frage leider so ein bisschen offen halten. Ich persönlich bin auch eher etwas, muss ich ganz an der Stelle auch sagen, eher zurückhaltend. Ich mache das zwar hier in meiner Praxis auch, eben aus dem folgenden Grund, den ich eben auch schon erwähnt hatte, weil ich weiß durch die Erkenntnisse, dass eben die Älteren und Schwerkranken halt bedroht sind. Und die dürfen das nicht kriegen. Die kommen in Schwierigkeiten. Das sind eben diese 5% Schwerstkranken, wie wir das ja auch dann ausreichend immer wieder gezeigt bekommen haben, die bilaterale Lungenentzündung haben, beidseitige Lungenentzündung haben, beatmet werden müssen und auch sterben. Also ich fasse zusammen, sie ist durchaus sinnvoll, aber eher zum Fremdschutz, nicht zum Eigenschutz. Was Ihnen wichtiger ist, das ist die Entfernungseinhaltung von 1,5, besser sogar 2 Metern. Mhm. Ja. Gut, Professor Vöbel, eine Frage, die Sie erreicht hat. Die schwarze Null war ein wichtiges Ziel lange Zeit. Jetzt steigen die Ausgaben drastisch und die Steuereinnahmen sinken, aktuell und auch perspektivisch. Woher soll das Geld kommen, um die Aufgaben, die uns allen bevorstehen, ja, bewältigen zu können? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir ein bisschen vorgesorgt haben, also fiskalpolitische finanzpolitische Spielräume haben, also in einer anderen Situation sind als beispielsweise Italien. Aber natürlich ist Ihre Frage oder die Frage völlig berechtigt, nicht? Also wir können jetzt nicht dauerhaft mit Liquidität oder mit Staatshilfen die Wirtschaft unterstützen, sondern am Ende ist das die Wirtschaftskraft der Unternehmen, die die Einkommen erzeugen. Und wir können also uns dieser Illusion, wir könnten diesen Zustand beliebig lange durchhalten, dieser Illusion können wir uns nicht hingeben, sondern Arbeit resultiert aus Produktion, aus Wertschöpfung. Und die Wertschöpfung, die findet im Moment sehr, sehr reduziert statt. Und wir können das nicht mit reinen Staatshilfen oder Liquiditätshilfen auf die Dauer kompensieren, sondern das macht uns am Ende alle sehr viel ärmer. Und das ist genau dieser große Zielkonflikt, der immer enger wird natürlich und immer dramatischer wird, weil es ja tatsächlich, und das dürfen wir nicht vergessen, es gibt Menschen, die sagen davon oder reden davon, dass es gerade ein ganz schöner Zustand ist, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Aber wir müssen natürlich insbesondere jene im Blick haben, die jetzt wirklich existenzielle Ängste und Nöte haben, auch nachts nicht mehr schlafen können, was auch nochmal psychosoziale Folgekosten haben wird. Das wird Herr Nixdorf sicherlich bestätigen. Also wir dürfen nicht alles auf ein Ziel ausrichten, sondern ich halte es für richtig, weil wir die Kosten und die Opportunitätskosten nicht kennen. Und auch eine Abwägung über verschiedene Grundrechte im Übrigen, nicht? Es gibt nicht nur ein Grundrecht, sondern es gibt verschiedene. Diese Abwägung müssen wir, die ist nicht müßig, sondern im Gegenteil, die müssen wir ständig führen. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, Gott sei Dank, an dem wir diese Abwägung neu beurteilen können. Und das ist ja letztlich heute auch rausgekommen. Und das finde ich auch richtig, dass wir jetzt auf der Seite wieder ein bisschen mehr zulassen. Und wir reden ja nicht nur über Wirtschaft, sondern auch wirtschaftsnahe Bereiche, also Schulen, Kitas und so weiter, damit das gesellschaftliche Leben, also nochmal die Vorstellung, wir könnten Teile per Knopfdruck hochfahren, das ist eine naive Vorstellung. Ja, wie lässt sich denn die Rezession in Grenzen halten? Diese Frage provozieren Sie ja geradezu mit dieser Aussage. Naja, also die ist gar nicht mehr aufzuhalten. Die ist gar nicht mehr aufzuhalten, sondern wir werden ja, die Europäische Kommission hat ja gerade heute eine Konjunkturprognose herausgegeben, die bei minus 7,75% liegt. Ich frage mich allerdings, wie man auf eine zweite Nachkommastelle bei so viel Unsicherheit eine Konjunkturprognose machen kann. Wir machen selbst welche. Also, aber es zeigt, dass wir die Rezession können wir gar nicht vermeiden, sondern wir müssen gucken, dass wir jetzt möglichst schnell diese Pandemie kontrolliert halten. Das ist, glaube ich, die Nebenbedingung, das ist die Restriktion, unter der wir entscheiden können, wie schnell wir das andere hochfahren können. Und dann kommt es aus meiner Sicht darauf an, dass wir im Übergang das kontrollieren, unter einem
sehr unvollständigen Wissen, das will ich nochmal sagen. Das ist eine Unsicherheit, die wir, das ist ein neues Risiko, nicht? Also vor 100 Jahren konnten wir auch ein Flugzeug nicht ohne Angst besteigen, sondern wir hatten ein gewisses Risiko. Heute haben wir eine Heuristik entwickelt und sagen, ja, das ist vertretbar. Und, aber wir kennen dieses Risiko nicht. Wenn wir mehr über dieses Risiko kennen, dann können wir auch neue Heuristiken, dann können wir damit umgehen, können wir es vielleicht in den Alltag integrieren. Aber eine Rezession können wir nicht vermeiden. Wir können aber heute dafür sorgen, dass wir schneller rauskommen. Aus meiner Sicht, und das haben wir ja schon besprochen, nicht nur ein Konjunkturprogramm, sondern wirklich ein Strukturprogramm, was der Wirtschaft hilft, die erforderlichen Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Sie haben das Europäische Parlament angesprochen, bzw. die Kommissionsprognose fürs Wachstum und die zweite Nachkommastelle. Das ist eine Frage, die habe ich mir eigentlich für den Schluss aufgehoben. Stelle sie doch jetzt an dieser Stelle. Und zwar möchte ein Zuschauer wissen, warum in der Politik sind es kaum Mittelständler. Das lässt sich ja auch anhand von Zahlen für den Deutschen Bundestag nachweisen. Es gibt immer weniger selbstständige Handwerker, jemals unternehmerisch tätig gewesen, sondern häufig sind dort in den Parlamenten Beamte vertreten, nicht selten Lehrer. Unser Zuschauer möchte wissen, woher die Kompetenz der Bundestagsabgeordneten und der Abgeordneten des Europäischen Parlaments kommt, um Entscheidungen zu treffen, die so einen weitreichenden Charakter auch haben für die wirtschaftliche Entwicklung zukünftiger in Deutschland und auch in der Europäischen Union. Zugegebenermaßen, das ist jetzt keine volkswirtschaftliche Frage, aber das ist doch wirklich eine Frage, die nicht nur unsere Zuschauer interessiert, sondern mich auch persönlich. Sie machen ja auch Ihre Erfahrung als Ökonom bei der Beratung von Politikern. Vielleicht haben Sie da so eine individual-empirische Aussage, die uns hier weiterhilft. Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage, nicht? Also im Moment haben wir ohnehin die Situation, dass die Exekutive ja so ein bisschen macht, was sie will, sage ich mal. Nein, sie ist natürlich legitimiert, das zu tun. Aber die Legislative, also die Parlamente in Deutschland, die auch übrigens der Föderalismus, ist ja gut, dass wir das haben und dass wir die Diskussion am Laufen halten, dass wir nicht eine Regierung haben, die jetzt irgendwie unwidersprochen die Vorgaben macht. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Gesellschaft aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Interessen besteht. Und die Frage ist, sind die denn alle angemessen repräsentiert? Und da muss man schon den Eindruck gewinnen, dass zu viele sagen, naja, also das halten wir noch durch und dass die Stimme der Wirtschaft allgemein, aber natürlich insbesondere des Mittelstandes, wenig gehört ist. Ihr Verband ist natürlich eine rühmliche Ausnahme. Sie trommeln, und das ist ja auch richtig, weil das letztlich eben auch nicht verkennen darf, dass, wie gesagt, darüber sprachen wir, dass Wertschöpfung das Fundament ist, letztlich auch eines guten Gesundheitssystems, einer guten Gesundheitsversorgung. Insofern muss die Wirtschaft gehört werden, das ist gar keine Frage. Und auch mein Eindruck ist, in den Parlamenten, die Wirtschaft ist unterrepräsentiert und es werden einige Interessen stärker gewichtet als jene des Mittelstandes. Da möchte ich eine Frage nachsetzen, Professor Vöbel. Teilen Sie auch die Kritik, die zuweilen geübt wird an dem Kreis derjenigen, die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung beraten, dort auch keine Ökonomen vorhanden sind, sondern Virologen, Epidemiologen und der Sachverstand, der seitens der Wirtschaft erforderlich wäre, den einzubringen, auf den wirtschaftswissenschaftlichen Sachverstand, der kommt gänzlich zu kurz. Mein Eindruck ist, dass sehr viele meiner Kollegen und auch ich selbst durchaus schon gehört werden und zu Rate gezogen werden. Natürlich waren die Virologen, man kann darüber diskutieren, aber das kann Herr Nixdorf viel kompetenter beantworten als ich, ob es nur die Virologen sein müssen, ob es nicht auch Epidemiologen oder auch öffentliche Gesundheits Fachleute, nicht? Oder so, das Seuchengesetz haben wir ja beispielsweise, darüber ist nie gesprochen worden, beispielsweise. Also das ist verständlich, dass die Politik natürlich erstmal zu jenen geht, von denen man sich die nächste Kenntnis, das ist natürlich für die Politik, weil das ist das ein völlig neues Phänomen. Natürlich muss man sich erstmal mit jenen unterhalten, die über Jahre in der Forschung dann eng an diesem Phänomen dran waren. Das ist, glaube ich, eine völlig natürliche Reaktion, aber vielleicht ein bisschen zu lange. Vielleicht hätte man das öffnen müssen. Und es hat ja, denke ich, auch nicht unbedingt dazu geführt, dass jetzt einzelne Personen unwidersprochen, aber das ist, finde ich, auch nochmal wichtig festzustellen, die Rolle der Wissenschaft. Also wir können keine harte Evidenz, keine Kausalitäten erzeugen, nicht? Also nochmal, ein neues Phänomen, das müssen wir verstehen lernen.
auf der Basis von Daten, auf der Basis von Erfahrung. Und wir werden ständig neue Erkenntnisse gewinnen und auf der Basis müssen wir neue Entscheidungen treffen. Das ist, wir dürfen hier die Wissenschaft auch nicht vergewaltigen, sondern die kann nur das tun, was sie mit ihren Methoden leisten kann. Und da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven. Professor Nixdorf, haben Sie Sympathien für die Auffassung von Herrn Vöpel oder haben Sie eine gänzlich andere Auffassung? Ja, na, natürlich. Und was er gerade sagte, dass natürlich nicht nur Virologen, halt auch viele andere Wissenschaftsdisziplinen hier gefragt sind, gar keine Frage. Hätte man auch schon eigentlich besser machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Epidemiologen gehören dazu, Internisten, Infektiologen, Mikrobiologen. Und dann gebe ich Ihnen recht, Herr Vöpel, natürlich nicht nur die Medizin, sondern auch die Wirtschaft. Es ist so ein bisschen, ich will es jetzt mit zu großen Vorwürfen hier belasten. Es war am Anfang Mitte März halt alles so unsicher und unklar. Ich wollte da kein Politiker gewesen sein, der hier solche Entscheidungen getroffen hat. Und die hätte man natürlich etwas konsolidierter machen können, hätte man einen Expertenrat einberufen und sich nicht nur auf ein Institut berufen. Darf ich vielleicht noch einen Aspekt, wenn ich darf, einbringen? Ich glaube übrigens, die Politikmaßnahmen dürfen sich nicht allein beschränken auf den Grad der Öffnung oder der Schließung oder des Herunterfahrens, sondern was etwas aus dem Blick geraten ist, ist die Frage, unter welchen Bedingungen können wir eine stärkere Öffnung zulassen? Und also es wäre auch darum, hätte gehen müssen, Bedingungen herzustellen. Und da, finde ich, kann man der Politik hier und da schon einen Vorwurf machen. Die Herbeischaffung der Masken, unabhängig jetzt von der Frage, ob sie sinnvoll sind oder nicht, eine Testinfrastruktur hätte man erzeugen können. Man hätte natürlich Schutzanzüge und dergleichen, nicht? Also wenn man schon das Risiko nicht beherrschen kann, kann man aber ja doch Maßnahmen ergreifen, die es einem erlauben, unter bestimmten definierten Bedingungen diese Öffnung herbeizuführen, ohne dass man die Pandemie in den Griff bekommen hat, der Sache nach. Aber die Bedingungen, unter denen man die Öffnung hätte herbeiführen können, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte man, glaube ich, logistisch und politisch größere Anstrengungen unternehmen können. Kann ich nur medizinisch unterstreichen, ich hatte es ja schon mal angedeutet, die Heinsberg-Studie, die Sie sicherlich alle zur Kenntnis genommen haben, die betraf jetzt nur 900 Leute und in München läuft eine ähnliche Studie. Das hätte man im Grunde eigentlich schon viel früher machen können. Eine Feldforschung, ja. Wenn wir denn wissen, dass die Tücke darin liegt, dass die Leute nicht alle, etwa wie bei der spanischen Grippe, das war ja so etwas, was wir als so eine Panik sahen, die spanische Grippe im Ersten Weltkrieg, hat 25 Millionen Tote gefordert. Ja, das war natürlich in Köpfen noch in Erinnerung der Großeltern irgendwie, ja. Das ist natürlich auch schrecklich. Und dem hätte man mit Kenntnissen, ja. Panik ist nie ein guter Ratgeber für Lösungen, ja. Besser ist es, mit Wissen heranzugehen. Und das Wissen ist eigentlich auch, da bin ich bei Ihnen, ist ein bisschen vernachlässigt worden. Man hat jetzt diese Heinsberg-Studie, das hätte man im Grunde viel flächendeckender schon längst machen müssen. Da hätten wir ganz andere Erkenntnisse. Die wurden übrigens hochgerechnet, die Daten in Heinsberg. Danach haben wir 1,8 Millionen Infizierte. Ja, zehnmal so viel, wie Sie es abends der Tagesschau sehen. Und das ist auch das, was ich von anderen Studien weiß, auch aus chinesischen Daten weiß. Also die Ziffer ist zum Beispiel viel höher, nicht? Weil eben diese Missing Data sind und man nicht die Daten ausreichend wissenschaftlich begründet entdecken konnte. Wir haben jetzt noch eine Vielzahl von Zuschauerfragen reingekommen mit der Bitte um kurze Antwort. Professor Nixdorf, es wird die Frage gestellt, warum gibt es keine Maske für alle, die auch tatsächlich helfen? Die Defizite hatten Sie ja eben schon beschrieben. Warum gibt es einfach keine Masken, die nicht nur einen selbst schützen, sondern auch tatsächlich... Ja, also hier ist schon ein bisschen, da muss ich auch noch sagen, da ist ein bisschen Vorwurf zu machen. Wir haben 2012, also vor 8 Jahren, lagen der Bundesregierung bereits Epidemiepläne vor. Da gab es dann diese anderen Corona-Infektionen, SARS und CERS und MERS, was alles gab. Und da hat man sich hingesetzt, und das Papier gibt es, nicht? Das habe ich letztens auch mal in der Hand gehabt, nicht? Das war existent. Da stand eigentlich drin, was alles zu tun ist, wie man sich wappnen kann. Und das ist, muss man sagen, versäumt worden.
das war ja dann auch so ein bisschen, da gab es viel Widerstand in der Ärzteschaft auch, von Fachgesellschaften auch, dass da solche Dinge veranlasst werden sollten und das Material gar nicht da ist. Jetzt hat man ein bisschen aufgeholt. Mittlerweile haben wir riesige Lieferungen aus China bekommen, auch Test genug, dass wir da nicht selbst in der Lage sind. Und jetzt hat es wurde ein bisschen aufgeholt. Und dann die eigentliche Frage, natürlich, das ärztliche und medizinische Personal hat natürlich in erster Linie ausgestattet zu werden mit den FFP2 und 3 Masken, die dann nochmal besser sind und auch denen vorzuenthalten sind. Also das ist ja auch wiederholt auch gesagt worden, dass wir das nicht ubiquitär jetzt an irgendjemand verteilen, dass wir dann auch die Solidarität haben müssen, dass eben den wirklich helfenden medizinischen Berufen lassen sollten und dann ansonsten die einfachen Mund-Nasen-Masken halt in der breiten Fläche nur verwenden. Eine weitere Frage, die an Sie gerichtet wurde. Sie sprachen eingangs von Ihrem Kollegen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, dem Professor Püschel. Ja. Frage lautet, warum sind Pathologen erst zu spät in das Thema eingestiegen? Professor Püschel ist ja eine lobliche Ausnahme, es scheint aber nur einer zu sein. Ja, vollkommen richtig. Also da habe ich vorhin auch kurz im Nebensatz erwähnt, das war tatsächlich vom Robert-Koch-Institut nicht erwünscht und wurde abempfohlen, solche Studien durchzuführen, so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass das halt eben zu gefährlich wäre. Wobei ich immer das Argument eigentlich nicht eingesehen habe, auch Herr Püschel nicht, der es ja dann auch gemacht hat, weil man seziert ja auch HIV-Positive, Syphilis-Kranke und alles Mögliche. Also da weiß man schon medizinisch mit umzugehen, mit infektiösen Leichnamen. Also das war eigentlich nicht so ganz einzusehen. Aber das RKI hat jetzt das auch erkannt, weil die Erkenntnisse waren wichtig. Ich hatte es schon erwähnt, muss nicht wiederholen. Und das RKI hat umgeschwenkt und hält jetzt heute die Sektion doch auch für sinnvoll. Ich halte sie auch für sehr sinnvoll. Jeder Wissenschaftler, denkende Mediziner hat Erkenntnisgewinn und mit den Erkenntnissen der Pathologie retten wir Leben morgen. Ich sagte auch eingangs, dass die Bundesregierung ja heute schon Maßnahmen beschlossen hat, gemeinsam mit den Länderchefs eine schrittweise Öffnung durchzuführen. Hier kommt die konkrete Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Kindertagesstätten und Schulen schneller geöffnet werden können. Nur das ist ja schon jetzt auch beschlossen worden, ist ja auch angefügt worden. Ich bin dem auch, stehe dem auch liberaler gegenüber, weil wir dann auch hier wieder eigentlich Kenntnisse gewonnen haben, dass Kinder kaum erkranken und sogar noch nicht mal auch wesentlich seltener auch sich infizieren. Es hat einfach mit der Vorschädigung zu tun, mit dem Endothel in den Bronchien, auch anderen Organen. Also ich habe auch in Sarkologie, könnte ich Ihnen jetzt Romane erzählen, wie Herzerkrankungen hier auch prädestinieren und verfolgen können, beides. Also von daher bin ich da auch liberalisiert und ich hatte auch eben schon mal die Herdenimmunität angesprochen. Ich habe jetzt seit kurzem die Antikörpertests auch hier in meinem Zentrum und das ist ja ein bisschen paradox. Die Menschen kommen und sagen, Herr Doktor, bin ich Gott sei Dank hoffentlich positiv. Also sie wünschen quasi die Infektion, die durchgemachte Infektion. Und wie ich ja schon sagte, in der Regel wird sie halt eben auch beim Gesunden ohne größere Probleme hinter sich gebracht und dann ist er wirklich, wie gesagt, immun und damit wieder ein Stück weiter in der Epidemie Beherrschung. Also der Liberaler, sicherlich wird man auch hier sukzessive vorgehen müssen, das ist auch vorgesehen, dass die Kinder halt eben auch Platz zwischen sich lassen und man die Distanzierung weiter befolgt. Aber der Schulbetrieb sollte unbedingt jetzt auch wieder aufgenommen werden. Das ist absolut sinnvoll. Eine weitere Frage, die hier uns erreicht hat, lautet, weshalb wird in Deutschland der sehr erfolgreiche schwedische Weg immer wieder diskreditiert? Ich möchte hier mal kein Urteil darüber abgeben, wie erfolgreich der schwedische Weg ist, aber warum wird Schweden als Vorbild gepreist und von anderen als Negativbeispiel? Ja, ja, ich habe gerade eben noch eine Rede aus dem österreichischen Parlament gehört, wo Herr Kurz auch angegriffen wurde, wo halt auch nochmal die repressiven Maßnahmen auch heftig kritisiert wurden. Also Schweden ist ja, wie wir alle wissen, einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben das liberal gelassen, aber nicht einfach nur so, sondern da hat man sich wirklich bewusst dazu entschieden, aus den Gründen, die ich ja jetzt auch schon erwähnt hatte, eingangs. Ja. Und die Entwicklung ist ja nicht schlecht. Ja. Natürlich hatten die vorübergehend etwas mehr Letalität, aber insgesamt haben die jetzt auch eine Reproduktionszeit unter 1,0 und haben das eigentlich sehr gut auch damit hinbekommen. Das können sie mit all den Daten, die ich eben eingangs gebracht habe und versucht habe zu erklären, auch sich im Grunde erklären. Also das kann man im Grunde nachvollziehen, dass ein liberaler Weg durchaus hier nicht weniger erfolgreich ist. Professor Pöbel, ich würde Sie gerne fragen, ob die weitreichenden Maßnahmen im Verhältnis zu medizinischen und wirtschaftlichen Kollateralschäden stehen. Diese Frage hat uns ja erreicht und ich denke, die fällt in Ihr Ressort. Wir können diese Frage nicht beantworten.
Weil das eine Abwägungsfrage ist, nicht? Das hatte ich am Anfang versucht deutlich zu machen. Wir können die wirtschaftliche Aktivität hochfahren. Das bedeutet, dass wir ein Ansteckungsgeschehen haben, was dann darauf reagiert, notwendig, weil wir ja dann wieder enger zusammenarbeiten müssen. Also da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang, nicht? Zwischen Ansteckungs- oder Infektionsgeschehen und wirtschaftlicher Aktivität. Das ist das Dilemma, das nicht auflösbare Dilemma. Und jetzt ist es eine Frage der politischen Gewichtung, der Güterabwägung. So, und diese, die können wir auch, wir können auch nicht sagen, das überlassen wir jedem Einzelnen, sondern das geht bei einer vernetzten Wirtschaft, das geht bei einer Epidemiologie, können wir nicht Einzelentscheidungen zulassen, sondern das geht nur im Kollektiv gewissermaßen. Das sind genau die Dilemmata, mit denen wir es zu tun haben. Deshalb ist diese Frage nicht, es gibt kein falsch und richtig, sondern es ist eine graduelle Entscheidung, die man für richtig oder für falsch halten kann natürlich, aber es gibt oder für zu milde oder zu langsam, zu schnell, das ist, aber es gibt kein richtig, weil wir haben das, wie wir in der Wissenschaft sagen, das Counterfactual nicht. Wir wissen nicht, wie es gekommen wäre, wenn wir einen anderen Weg gegangen wären, nicht? Und das gibt es halt nicht, aber ich habe für den schwedischen Weg vielleicht, und das ist ein Punkt, den man hier vielleicht erwähnen sollte, Sympathie insoweit, als man natürlich in einer freien, liberalen Gesellschaft auch die Möglichkeit hat, den Menschen diese Vorsorge mehr zu überlassen. Also ich habe das Gefühl, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, die so restriktiv sind, weil sie übereinander gelegt worden sind. Also ich denke mal, aber das ist eine Frage an Herrn Nixdorf natürlich, dass dieser 2 Meter Abstand schon gereicht hätte. Also warum muss man die Leute, wenn sie draußen 2 Meter Abstand halten, noch zu Hause einsperren? Also was ist der zusätzliche Effekt dieser Maßnahme? Und ich glaube, da hat Schweden gesagt, okay, wenn die Menschen sich draußen anständig verhalten, auch in Cafés, in weiterhin geöffneten Cafés, wenn ich diese eine Maßnahme konsequent und eigenverantwortlich durchhalte, je mehr das der Fall ist, desto weniger brauche ich an anderer Stelle an Restriktionen. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie, dass der Grenzeffekt vieler Maßnahmen unnötig ist. Und wir einen Shutdown und Lockdown in dieser Konsequenz gar nicht unbedingt gebraucht hätten. Meine ganz grundsätzliche Frage an Sie, Professor Vöpel, und zwar die Frage nach der Exportabhängigkeit Deutschlands. Hier möchte ein Zuschauer gerne wissen, ob eine Überlegung wert wäre, eine neue Strategie zu entwickeln, die Deutschland zukünftig Wachstum und Wohlstand sichert. Also eine Abkehr von der, ich nenne das mal, Exportstrategie. Jetzt wird sich sowas nach Corona ändern oder wird Deutschland noch weiterhin ein exportabhängiges Land sein? Ich halte das für eine ganz große Gefahr, was gerade, am Horizont auftaucht. Und das sind aus meiner Sicht 2 Dinge, die uns nicht gut gefallen sollten. Das eine ist ein zunehmender Ruf nach Staatswirtschaft, dass wir einen Staat brauchen, der öffentliche Versorgung bereitstellt. Das ist, glaube ich, akzeptiert. Aber dass wir jetzt einen Staat haben, der flächendeckend sich beteiligt an großen Unternehmen, ist, glaube ich, keine gute Entwicklung. Sie sollte jedenfalls keine Dauerlösung sein. Und das Zweite ist, und das geht auf Ihre Frage ein, dass wir eine Form der Renationalisierung von Autarkiebestrebungen haben, was wir unter dem Begriff der Deglobalisierung, also eines Zurückfahrens der Globalisierung, der internationalen Arbeitsteilung sehen. Diese Gefahr sehe ich, dass die Erfahrung der Menschen von Gesellschaften ist, die Verwundbarkeit der Globalisierung nicht, und dass die Menschen nicht Schutz suchen in einer größeren Koordination, sondern dass sie Schutz suchen, indem sie sich zurückziehen. Und diese Entwicklung ist auch historisch nicht ohne Beispiel, sondern in den 30er Jahren haben wir genau das erlebt, dass diese Renationalisierung und der internationale Handel ist fast zum Erliegen gekommen. Und gegen diese beiden großen Trends muss man, glaube ich, gegenarbeiten, also eine zunehmende Staatswirtschaft. Wir brauchen im Gegenteil, wir brauchen zur Erholung der Wirtschaft, brauchen wir wieder mehr unternehmerische Aktivität und nicht mehr Staatswirtschaft. Und wir brauchen auch unbedingt ein Hochfahren der internationalen Wertschöpfungsketten, weil die Alternative dazu wäre, wieder in Nationalstaaten zurückzufallen. Und das will, glaube ich, niemand. Ja, danke für diese Antwort, die viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt sicherlich teilen.
Eine letzte Frage an Sie, Professor Vöpel, bevor ich dann nochmal an Herrn Nixdorf übergebe. Und zwar Kreditvergabe ohne Risikoprüfung. Wie bewerten Sie das? Wir als BVMW haben uns ja auch sehr stark dafür bei der Bundesregierung eingesetzt, beim Bundeswirtschaftsministerium, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine 100%ige Haftungsübernahme zumindest für eine Kreditart übernimmt. Das war dann der KfW-Schnellkredit 2020, bei dem das dann auch umgesetzt wurde. Diese grundsätzliche Frage, wie bewerten Sie das aus vielleicht auch ordnungspolitischer Sicht, dass Kredite vergeben werden, ohne dass zuvor eine Risikoübernahme erfolgt, auch aus Zeitgründen? Ja, ich glaube, dass ich gehörte zu den frühen Kritikern der Instrumente der Bundesregierung. Alle haben sie am Anfang gelobt, war ja auch ganz eindrucksvoll. 500 Milliarden, 700 Milliarden, 800 Milliarden, wurde immer noch was draufgepackt. Aber Hilfe resultiert nicht nur aus der Höhe der Summen, sondern natürlich aus der Wirksamkeit der Instrumente. Und die habe ich von Anfang an kritisiert und bleibe dabei. Und dann kann natürlich auch die Politik sagen, ja, die Banken sollen mal fünf gerade sein lassen bei der Kreditvergabe. Das geht so einfach nicht. Die haben natürlich ihre Kreditprüfungskriterien. Da können die auch nicht einfach drüber springen. Insofern war das Instrument der Bürgschaften der Kredite aus meiner Sicht schwierig. Ich verstehe, dass man natürlich Hürden einbauen musste, damit nicht jedes Unternehmen sagt, ich melde Kurzarbeit an. Auch jene, die vielleicht nicht betroffen waren, also die Mitnahmeeffekte sind natürlich hier ein wesentlicher Punkt. Aber umgekehrt glaube ich, dass Kredite in vielen Fällen eben nicht die richtige Lösung sein können, sondern wir bürden den Unternehmen natürlich eine hohe Last auf für die Zukunft. Die müssen alle aus dem Cashflow zurückgezahlt werden, die Kredite. Also wie wir das sagen, ein Deleveraging findet statt. Das unterdrückt die Investitionstätigkeit womöglich der Unternehmen. Also das können wir nicht gebrauchen. Wenn jetzt auch über Vermögensabgaben und Steuererhöhungen zur Begleichung der Staatsverschuldung gesprochen wird, dann ist auch das kein gutes Instrument. Also ich halte, oder nehmen Sie die Rücklagen der Bundesarbeitsagentur, die, glaube ich, im September oder Oktober leer sind. Die sind einfach weg. Und dann geht es ans Eingemachte, das ist völlig klar. Also da werden wir auch, was die Instrumente betrifft, nachsteuern müssen. Die waren jetzt darauf ausgelegt, 2-3 Monate zu überstehen. Sie sind aber für eine längere Zeit, sind sie die falschen Instrumente. Und da muss man jetzt umsteuern. Und wir sind nach meiner Einschätzung an einem Punkt, wo wir lange von der konjunkturellen Eintrübung in eine strukturelle Verschiebung gehen. Und das ist eine ganz andere Anforderung an die Politik und an die Instrumente der Politik, der Wirtschaftspolitik, als vielleicht 2-3 Monate zu überstehen. Und an dem Punkt sind wir. Den haben wir eigentlich schon passiert. Professor Nixdorf, hier kommt die Frage, ist es inzwischen zweifelsfrei sicher, dass eine durchgestandene Infektion mit dem Coronavirus zur Immunität führt? Ja, das wird im Moment ja durch die Antikörpertests gemessen. Da misst man das sogenannte Immunglobulin G. Das ist ein Antikörper, der bildet sich quasi beim gesunden Menschen als Reaktion auf das Antigen. Das Antigen ist quasi der Virus. Nicht? Und das kann man dann messen. Und in der Regel ist es schon so, wer das durchgemacht hat, dass der dann tatsächlich immun ist. Das ist im Grunde die Regel. Wenn er ein gesundes Immunsystem hat und nicht andere Vorschädigungen hat, ist das eigentlich dann zu erwarten. Von daher ist die Frage im Großen und Ganzen zu beantworten. Er ist dann auch im Weiteren mutmaßlich auch nicht infektiös. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie lange das anhält. Das ist ja die nächste Frage, nicht? Also die einen sagen so 18 Monate, vielleicht 2 Jahre. Aber es scheint so zu sein, dass es wohl nicht ganz unbedingt lebenslang hält. Und die allerletzte Frage, oder das ist eine Doppelfrage an Sie, Professor Nixdorf. Wie sieht es mit Innovation in der Medizintechnik aus? Gibt es Ansätze, die der Mittelstand jetzt verfolgen sollte? Unbedingt. Ich hatte eben noch bei den Umsetzungen noch einen Punkt auch vergessen, der jetzt von Ihnen guterweise auch noch gefragt wird. Das sind halt eben zum Beispiel jetzt auch die Corona-App, ne, die es jetzt in verschiedener Form auch gibt. Wir selbst haben sowas auch entwickelt und für BGM, für Betriebsgesundheitsmanagement. Das sind also Apps, die auch Tracing- und Tracking-Funktionen haben. Das haben Sie sicher auch gehört, ist ja auch im Bundestag auch diskutiert worden. Herr Spahn tut sich damit schwer. Zu Recht, muss ich sagen. Das sehe ich jetzt auch als Arzt ethisch und auch also einfach vom Datenschutz und würde persönlich die Meinung vertreten, dass man das nicht den Menschen aufoktroyieren kann. Das sollte man auf freiwilliger Basis nur machen. Aber man ist in der Lage, technisch tatsächlich Infektionswege damit digital zu erfassen und dann damit auch potenziell zu unterbrechen.
Noch dazu, wenn es Sinn machen sollte, dass man so etwas dann auch einführt, auf dieser freiwilligen Basis, wissen wir, dass das im Grunde nur aufgeht, die Rechnung, und effektiv ist, wenn 2/3 der Menschen das dann auch tatsächlich tun. Start-up nach dem Shutdown, medizinische und ökonomische Beurteilung. Herr Professor Vöpel nach Hamburg, Herr Professor Nixdorf nach Düsseldorf, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ankünfte heute Abend, für Ihre sehr umfangreichen Aussagen zu den Fragen, die aus dem Zuschauerkreis gekommen sind, und hoffe, dass wir bei Gelegenheit wieder auf Sie zugreifen können, und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ebenso den Zuschauerinnen und Zuschauern, die die letzte Stunde mit uns gemeinsam verbracht haben. Ich lade Sie ein, auch die nächsten Webinare mit uns gemeinsam zu verbringen, und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Natürlich. Vielen Dank und guten Abend.